Und dann jetzt so den Pen. Ich muss wieder neu wieder anfangen, weil das, weil auf einmal die Aufnahme gestoppt ist. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß halt nicht wieso das ist. Aber jetzt so ein Bettler. Denn eine Bettlerin hat mir sogar angeboten, dass sie mit ihr beispielsweise zu McDonalds gehe und dort mit Karte zahle und nicht das Essen gebe. Und ich sagte, nee, das möchte ich nicht. Und jetzt so zum WLAN. In der EXI hat man maximal zwei, kann man gibt es auch WLAN, allerdings kann man, alles gibt es auch kostenlos im Internet, mit einem Highspeed von 200 Mbit. Nach Erreichen der 200 Mbit wird die Verbindung sehr, sehr stark gekostet und nicht komplett gekappt. Und hier an den Bahnhöfen hat man 30 Minuten kostenloses Internet und dann darüber muss man entweder zahlen oder einfach einen Telekom-Pass nutzen. Nee, den Transport-Pass nutzen. Das WLAN hier an der Bahn wird nicht von irgendeinem Anbieter betrieben, sondern von der Telekom. Und die Telekom möchte natürlich dafür Geld haben. Bei McDonalds kann man zum Beispiel bis zu drei Stunden kostenlos surfen. Und McDonalds verwendet, wie die Deutsche Bahn, an den Bahnhöfen auch Telekom-Hotspots. Und hier in der Eurobahn sowie in den anderen DB, Abellio und Nordwestbahnzügen gibt es leider gar kein WLAN. Weder in der zweiten Klasse noch in der ersten Klasse. Und die RE19 zum Beispiel fährt sogar bis nach Arnhem, sprich in die Niederlande. Und dort haben alle Züge WLAN. Nur die RE19 und die RE13 nicht. Selbst die neue RE18 von Aachen nach Maastricht hat kostenloses WLAN. Ich habe geplant, am Samstag mal nach so Maastricht zu fahren. Ich habe ein Ticket bekommen, kostenloses Ticket zum Testen. Ich werde zu 80% dahin fahren. Aber das Problem wird, dass die Fahrt wohl sehr, sehr lange dauert. Rund 3 Stunden. Mit so 1 Stunde warten in Personenrad. Oder alternativ kann ich auch bis nach Aachen fahren oder so. Von Personenrad sind jetzt das nur 20 Minuten. Aber muss ich noch so planen, muss noch schauen, wann kommt das so überhaupt in Aachen an und hoch ist die Umschaltzeit. Hier steht eine Eurobahn von Keolis. Fahren aber nicht mit der her, mit dem LV10, sondern mit dem LV15 nach Dortmund. Denn es hat hier einen Umweg in die Eurobahn. Hier in die 5. Eurobahn. Gibt es auch mehrere Messwerkabteile und in einem Messwerkabteil befindet sich sogar eine rollstuhlgerechte Toilette. Ich weiß nur nicht wo. Ich meine hier, oder? Nein. Hier nicht. Ah, die Bahn fährt jetzt weg. Genau, 11:10 Uhr. Fährt sie ab. Mal schauen, wo ist die freie Toilette? Ah, hier ist sie. Da, die ist auch offen. Aber ich mag die Eurobahn nicht so, weil man wurde das so sehr unfreundlich behandelt. Und da kommt schon die nächste S-Bahn. Wie kann das denn sein? Kommt schon die nächste S-Bahn und zwar in Doppeltraktion. Und beide Züge sind modernisiert. Und zwar im VRR-Look. Und die Bahn werden von der Eurobahn übernommen. Und die Züge gehören gar nicht mehr den DB, sondern das VR. Aber da unten steht DB Regio AG. Aber wir fahren jetzt mit der DB gleich. Und die S-Bahn fährt jetzt so weiter. Vielleicht fahren wir heute auch ein bisschen mit der H-Bahn. Mal schauen. In Dortmund. Aber dann müssen wir mit der S-Bahn fahren. Das VR-Logo ist weg an dem Zugende und am Zuganfang. Alle Zugspitzen, wie das am Zugende. Ah, wann kommt der Zug nach Dortmund? Ah, ich kann gleich, ich weiß nicht, aber zum Glück kommt der Zug jetzt. Und ich mag es nicht auf dem kalten Sitzen zu sitzen, sonst erkälte ich mich hier.
das X-Bitte von der Abelio betrieben und das Personal dort drin sehr freundlich. Abelio ist eines der besten Verkehrsbetriebe hier in VR-Gebiet. Super freundliches Personal, aber leider kein Board. Aber leider kein Ticketverkauf an Bord. Bis auf die RE16 und eine Suche Regionalbahn, ich meine diese RB91 oder so. Dort gibt es in den Zügen Automaten. Und dort kann man weiterhin Tickets kaufen. Aber der VR will das verhindern. Wird das komplett verbieten. Den Fahrkartenverkauf hinzu. Ich weiß nur nicht wieso. Der VR betreibt die Züge ja gar nicht, sondern die Eisenbahnverkehrsunternehmen. Natürlich kann der VR sagen, wir wollen dann nicht, dass sie unsere Tickets in den Zügen verkaufen, aber dann können die DB, können die Eisenbahnverkehrsunternehmen sagen, oh, jetzt verkaufen die Fahrkarte nach so einem DB-Tarif mit einem Bordzuschlag. Da kommt ein ICE ohne rote Streifen an der Zugspitze. ICE fährt nach Berlin-Ostbahnhof. Eigentlich fährt der Zug bis nach Berlin Gesundbrunnen, oder? Ah, und da kommt schon mein Regionalexpress. Jetzt hat er eine längere Standzeit in Hamm, da die beiden ICE-Züge gekoppelt werden. In Hamm begann die jetzt gekoppelt werden und in Hamm. Und natürlich muss er warten, dass der ICE zwischen Bielefeld und zwischen Hamm und Bielefeld gar nicht hält. Und die hält hier ab Hamm, auch in, zum Beispiel in Dualen, Reda mit dem Brück, Beckum. Also man sieht was hier von sofort. Aber leider kann ich das hinfahren mit. Greifen wir das wieder an. Da steht der ICE 2. Der von Düsseldorf nach Berlin fährt und in Hamm wird dieser ICE mit den anderen ICE, der über die Bahnstrecke ist doch gesperrt. Das heißt, dann kann das wieder zweiteilig sein. Das kann auch gut sein. Weiß ich nicht, ich habe darauf leider gar nicht geachtet. Denn ich habe gehört, dass die Wuppertalstrecke gesperrt ist. Das kann gut sein, dass ich dann in Doppeltraktion fahren. Das war von Köln. Das habe ich von gestern schon gesehen an der Zuganzeige. An der Fahrradanzeige. An der Anzeigetafel, dass der Zug nach Düsseldorf bis nach Köln-Messe Deutsch fährt. Ja, das kann sein, dass der ICE ausnahmsweise in über das Buch ins Zweitaktionsfeld. Kannst du nicht kurz im Hintergrund das Paket noch mal, bevor du das aufmachst und alles? Das ist immer so dann notwendig. Warum nicht? Jemand hat auf jeden Fall. Oh, ich kann das nicht filmen. Das ist auf jeden Fall ehemals Hex oder so. Oder der Nord-Ostsee-Bahn. Die Nord-Ostsee-Bahn hat ja Züge aus den anderen Transferfleisten hier nach so NRW geholt. Beziehungsweise auch nach Niedersachsen. Meines Wissens. Jetzt fährt der ICE weg. Mit denen sind wir einmal gefahren. Warten wir, bis der ICE abgefahren ist. Alle ICE-2-Züge wurden bereits modernisiert, haben bereits das Rechtsdesign erhalten. In der neuen DB-Schrift und so weiter. Da fällt schon der nächste ICE ein. Und zwar von Stuttgart oder München nach Essen. ICE 3, 403er. Baureihe 403. Oder 406. Ich meine eher 403. Da der innerhalb so Deutschlands fährt und nicht immer schon noch. In die Niederlande, in Belgien oder in Frankreich. Und das war's.